Neueröffnung in Schwetzingen. Little Rockstars, der Kids Store. Baby- und Kindermode von 0 bis 14 Jahren und ausgefallene Accessoires. In der Dreikönigstraße 6 in Schwetzingen. Trotz des Wetters bin ich sehr erfreut, dass doch immerhin so viele Kinder, Jugendliche und die Eltern, die hier heute ins Jugendzentrum gekommen sind, das Jugendzentrum Go in Schwetzingen. Und begrüße auch ganz herzlich Herrn Bürgermeister Elkemann, der heute hier die besondere Aufgabe hat, das neue Beachvolleyballfeld einzuweihen. Ich freue mich heute hier einen neuen Teil unserer Außenanlage im Go in einweihen zu können. Das Beachvolleyballfeld war ein lang gehegter Wunsch. Im Go-In in Schwetzingen ist heute einiges los. Es ist Tag der offenen Tür und im Zuge dessen wird auch das neue Beachvolleyballfeld eingeweiht. Herr Seitz, was können die Kinder denn hier heute erleben? Ja, natürlich neben der Einweihung des Beachvolleyballfeldes haben wir heute unseren jährlichen Tag der offenen Tür im Haus, wo wir der Öffentlichkeit in Schwetzingen unsere Arbeit und die Einrichtung vorstellen möchten. Und heute natürlich besondere Attraktionen wie dieses Quarter-Jump-Gerät hier auf der Außenanlage. Aber auch im Haus sind zahlreiche Angebote zur Verfügung. So können die Kinder verschiedene Bastelangebote auswählen oder sich in der Holzwerkstatt, in der Töpferei, beim Smoothie-Stand hier in der Ecke selbst Fruchtsaftgetränke mixen. Ich bin sehr froh, dass wir heute zahlreiche Unterstützung bekommen haben von unseren Kindern und Jugendlichen, die die Einrichtung auch besuchen. Das zeigt, dass sie sich mit der Einrichtung identifizieren und gerne hier sind. Das freut uns als Team natürlich ganz besonders. Sind wir jetzt im Fernsehen? Hallo, ich bin die Marika, bin 7 Jahre alt, komme aus Schwetzingen. Ich bin im Go-In. Ich habe ein Bild gemalt und ich bastel gerade eine Kette mit meinem Namen. Ich finde es hier im Go-In richtig toll. Herr Elkemann, das neue Beachvolleyballfeld ist eine Investition für das Go-In. Wie wichtig ist das für das Angebot? Das stimmt, es ist eine Investition. Es sind immerhin 37.000 Euro der Stadt hineingeflossen. Dafür nochmal ein Dankeschön auch an den Gemeinderat, dass er uns das Geld bereitgestellt hat. Ich denke, es ist gut investiertes Geld in die Bewegung und in die Mobilität unserer Jugend. Und ich hoffe, dass das jetzt richtig gut angenommen wird. Wir hatten bisher ein Angebot mit Fußball, Basketball, das eher, sag ich mal, in Richtung Jungen tendierte. Und mit dem Boulderfelsen und mit dem Volleyballfeld, denke ich mir, haben wir jetzt auch ein Angebot, das attraktiv für die Mädels ist, sodass wir hier in die gesunde Mischung dann künftig auch hinbekommen wollen. Das Spiel heißt Schachmatt. Wie funktioniert denn das? Also man muss mal einen Schritt irgendwo hin, aber man darf nicht nach hinten. Bis man zu der Ziellinie angekommen ist, dann halt ist der weiter. Und dann hat diese Figur gewonnen, dann müssen man die anderen. Und wenn man aber einen trifft, zum Beispiel ich bin der Blaue und wir die Gelb, also ich auf der Gelb ist, dann ist die Gelb also aus. Dann ist sie tot und muss halt meiner Seite. Und dann ist es Schachmatt. Lisa und Isabel, wie war euer Tag hier im Go-In und was hat euch am besten gefallen?
Also ich fand den Tag ganz gut und am besten hat mir das Bungee Jumping gefallen. Also mir hat auch das Bungee Jumping gefallen und was auch noch gut war, war das Ton, also Töpferei. Das fand ich auch gut. Paolo, du hast heute mitgeholfen hier im Go-In. Was war denn deine Aufgabe? Ich habe ganz leckere Smoothies gemacht und mit ganz leckeren Beeren und ganz frisch war alles und gesund. Hast du gerne geholfen und wie viele Smoothies habt ihr denn so verkauft? So allgemein so 70 Smoothies und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mit dir. Ja. Edeka Embach, Eichendorfstraße 44 in Oftersheim.